Moin aus Blumenthal, meine momentane Residenz im sonnigen Bremen. Lass doch nicht von den gelegentlichen Rumpeln vor meinem Fenster beeindrucken, das ist nur die Nordwestbahn, die auf ihrer Strecke von Verdenallee Richtung Farge rauf und runter rattert. Nun, schön, CCW, Combat Zone Wrestling, Utensilien. El Tabaco. Verdammt guter Tabak. Frag mich nach der Marke. El Feuer. Medium guter Kaffee. Doch am wichtigsten? Die Brille. Wir gehören ja nicht mehr zu den Jüngsten. Außerdem das Buch. Suchst du Änderungsschneiderei? Von Dennis Fuchs. Fuchs wie das Tier? Das bin ich. Sound- und Tonqualität, beziehungsweise etwaige Versprecher, bitte ich im Voraus zu entschuldigen. Ich lese das Ganze hier schließlich nicht 187 Mal vor. Nun, ohne weitere Umschweife. Zur Sache. Im Folgenden spiele ich Mikado mit Alice Cooper und Ernst Bloch. Jeder von uns dreien legt nochmal und nochmal und nochmal einen drauf. Auch schummeln wir, wackeln zuweilen am Tisch, lenken einander ab. Auf Kennzeichnung von Zitaten der beiden wird geflissentlich verzichtet. Bloch wird eh nicht direkt zitiert und steht seinem Paten. Textfluss, Babe, Textfluss. Der Kuck flüstert als Innenohr geordnet Sprengwerk seiner Platten mal ein, mal aus. Mal führen seine Verse hinters, mal ins Licht. Nach dem Motto, Mic Drop. Wiederaufnahme später. Kompendium und Kompagnon. Ein bisschen Goodwill und Grabarbeiten und ihr werdet meine Spielkameraden antreffen. Derweil sind alle aktiven Charaktere, Figuren und Erscheinungen in Suchst du Änderungsschneiderei, Firmen und Lokale, selbst Orte, frei Erfindungen. Fiktion. Inventioni. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen? Reiner Zufall. Keine Absicht. Das war's schon. Anfang. A failure of communication. Ja, verstehst du mich denn nicht? Failure of communication. Als ob ein ausgedachter 24-7-Mini-Staubsauger irgendwo in einer gänzlich unbesehenen Ecke der neuen Wohnung nur zu einem Sinn und Zweck installiert oder lediglich platziert wurde, den Atem selbst wegzuschlucken. Zumindest die essentiellen Pfandteilchen der Luft between us, die der Sprache im Raum erst Leben einhauchen. Nennen wir sie die Verständnispartikel. Klingt nicht schlecht. Schade nur, dass die Vorstellung zwar Schreibillusion, das Ergebnis aber knallharte Realität ist. Failure of communication eben. Sisu. Sisu. Man gibt nie auf, wenn man sich für eine Sache entschieden hat. Das steht dir in rasch blinkenden, neongrünen Lettern, besser Buchstaben, auf der Stirn geschrieben. Wie du die Hände in den Hüften, geheftet in den Türrahmen dastehst. Zwangspose? Mit feiner Leidenschaft leierst du deinen Vortrag herunter, herauf. Ist das eingeübt? Möglich. Trainingsspiegel hängen überall. Wie viel Spontanität erlaubt und verlangt die Szenerie? Kommt drauf an, wohin sie sich entwickelt. Denn diese, eine von diesem Tone, fließt stetig. Und zwar schneller, dann wieder langsamer, schneller, ganz schnell, harzig und wieder schneller. Und die Gesichtsausdrücke, Geisterbilder, die drollige Staubwedelhunde zu amoklaufenden Pitbulls verwünschen. Zweckpossen, Seitenblicke und Seitenstechen von Augen, Augen hier, Augen da, nach oben, unten, zur Mitte verdreht, denn flackernd, leuchtend, denn unsichtbar, verschwimmend, zerkniffen und dann weit, weit aufgerissen. Eine Farce. Hätte mal einer anstelle des verdammten Staubsaugers eine Überwachungskamera mit Follow-Focus-Vorrichtung erdacht.
Wir hätten die einzigartige Chance gehabt, meine pantomimische Verwandlung von Karl Dall zu Klaus Kinski, zu Rolf Zacher, zu Roy Black in Echtzeit nachzuverfolgen. Was ein Streifen! Die Four Horsemen der Visagen Apokalypse. Oder aber Face voraus. Das hätte mal Eindruck gemacht und die Farce von der Phantasma-Ebene ins rechte Licht gerückt. Zurückgespult natürlich. So verpufft sie. Puff! Dafür drängt sich mir die Frage auf, ist das nun eine Hasspredigt, eine Philippika oder ein Verkaufsschlager? I just wanna say hello again und du sagst einfach Hallo? Mit welchen Waren handelst du? Preisniveau? Ich sehe dich. Du bist es. Dann wieder nicht. Dann Sprudeltablette im Wasserglas. Dall zachert sich zusammen und hustet, lacht, hustet, weint. Mein Schmerz, ein Kopf, nur einer, keine zwei. Ich höre nur Silben, Syllaben, Wörtchen zu Phonemreihen degradiert. Eine verstümmelte, verstörende Coverversion von Tausend und einer Nacht. Eine Villon-Schallplatte, rückwärts gespielt. Und ich hoffe und hoffe, Carpendale möge mir als Übersetzungshilfe beispringen, die Straße wie immer entlang gehen, Licht im Zimmer sehen, den Staubsauger in seiner Ecke aufstöbern und ihn mit einem Fingerschnippen zum Stillstand bringen. Einfach so, schnipp, Ende der Paralyse, neue Szene auf der einstürzenden Zickzackbrücke, der ihr Fluss fehlt. Wir weichen, verkaufen uns für laudem rückwärts. Wir sprechen hier nicht von Distanz, sondern von Verstehensversagern, während deine Rede zur Stadtzeitung wird. Mit einem Griffel auf Glasseiten geschrieben. Guckt man von hinten drauf, liest sich die Schrift spiegelverkehrt. Recht hübsch die Arabesken, dann schwärzer, schwarz genug. Entzifferungsstrategien, die in einem stöhnigen I quit enden, lose enden, ins Traumwabern münden. Du bleibst. Aufgelöst. Der Geist. Und endlich fehl. Escape. Anytime I can. Nun, es wäre an der Zeit, dieses Ungespräch zu beenden und mit der Geschichte zu beginnen. Aber wer bis dahin gut aufgepasst hat, dem wird das Weiterlesen leichter fallen. Die Geschichte der Geschichte, die merken wir uns. Heften ein grellbuntes Mahnmal hier rein, freuen uns, wenn auf der folgenden Expedition ein Marke auftaucht und über jeden Verständnispartikel. Selbes Boot im trockengelegten Flussbett Brothers and Sisters. Und doch fahren wir an. Unser Boot lernt zu gehen, zu laufen, dann zu rennen. Ob aufrecht? Das wäre zu klären. Denn ihr müsst wissen, I'm a runner. Rennt man aufgerichtet? Ich knall die Tür and turn the key, solange bis da keine Tür mehr ist, so wie ich sie kannte. Ich höre meinen Namen und begebe mich auf die Suche nach der Änderungsschneiderei. Anfang vom Ende. Stadtmitte 1. Everything is catching up with me. I awake to find I'm not at all where I should be. And it feels I'm getting to the end. And it's hard to figure out what's real and what's pretend. To break from what we're tied to. God knows how much I've tried to. And I am still inside you. I am still inside you. Aus Home von den Nine Inch Nails. Beim Schreiben einer jeden Geschichte müssen notwendigerweise Vorentscheidungen getroffen werden. Und auch am Ende einer jeden. Hernachentscheidungen. Ich höre mich also den Schlüssel im Schloss herumdrehen, schließe letzten Endes nur einmal ab, denn schon jetzt weiß ich, dass ich alsbald wieder hier raus muss. Veränderte Vibes hier drin.
Vertrautes wird verzerrt, nachdem der, die das Fremde aus der Tür gedrängt wurde, mit ihr verschwand. Unbelebte Objekte bereiten Schwierigkeiten und ich merke, wie mir etwas noch zögerlich, aber mit zunehmendem Nachdruck das Gegenteil einer rosaroten Brille aufsetzt. Was kann da nur helfen? Mein Patchjacket, auf Deutsch Kutte. Zum Verständnis, ein Kleidungsstück, meistens eine Jeansweste, der die Ärmel abgeschnitten wurden. Verziert mit allerlei bunt gescheckten und dabei wohl ausgesuchten Aufnähern von Bands oder Künstlern, vornehmlich aus dem Hardrock- oder Heavy-Metal-Bereich. Ein Gesamtkunstwerk, rühriges Orchester, das mindestens die Vorlieben des Trägers widerspiegelt, bestenfalls Einblicke in dessen Schründe und Schluchten gewährt. Expression der Person. Kann aber natürlich auch schwer gefaked sein. An dieser meiner Lieblingsgarderobe sind nun schon seit langem einige Ablösungen fällig. Und wenn ich jetzt, wann dann? Jetzt, nach den Arabesken, wenn das Rosa verschwindet. Es herrscht Wechselstimmung. Hier und jetzt? Wohl eher nicht, denn selbst zu Nadel und Faden zu greifen, das würde Tage dauern. Außerdem bin ich ein Nähmaschinendepp und die Änderung muss schneller eintreten. Dies ist eine tempotische Geschichte. Doch müssen wir die Änderungsschneiderei mit einem klaren neuen Vollbild, einem um die dritte Dimension erweiterten Frame betreten. Deswegen erstmal zum Bahnhof, Dosen kaufen, die 4-Bier-Regel und dann in Ruhe, ganz natürlich, über die zukünftige Gestaltung meines Umhangs nachgrübeln. Ich will mich beeilen. Im Laufschritt die alten Holztreppen nach unten. Das vergilbte Warnschild aus den 70er Jahren, Vorsicht, frisch gewachst, elegant links liegen gelassen. Zur quietschenden Eingangstür hinausgeschossen, die Leichtigkeit der Galoppade, mit frischem Wind auf den Bordstein getreten und gerade jetzt, ich habe einen Fuß auf dem Weg, stellt sich mir Silvio entgegen. Kleiner Mann, halbgeglatzt, seines Zeichens Hausmeister anderer Häuser. Reparieren kann ich alles. Von wegen. Ein wenig wie Kretins kleiner Bruder, ohne Schnauze, aber mit dem gleichen verschmitzten Augenlachen. In dem Fall aber braungebrannter als der Grüne. Lustig ist er, in rechten linkischen Momenten, nur nervig in falschen. Und das ist einer der letzteren. Was war nur vorher los, fragt er mich. Nichts, absolut gar nichts, Silvio, antworte ich wahrheitsgetreu und mache eine wegwerfende Geste. Beiseite, eine Heimsuchung. Silvio, du als traditionsbewusster Italiener solltest nicht um diese Uhrzeit Mittagspause machen. Pausa pranzo? Ich bin zuerst Hausmeister, dann Italiener, sagt er. Ich sehe auf die Uhr. Mittag ist anders. Er grinst wie ein Honigkuchenpferd auf dem tiefsten Kalabrien. Gibt es die dort noch? Verstehe. Wie lautet dann heute dein Auftrag, mein Freund? Er mag es, als mein Freund bezeichnet zu werden. Schafft Intimität, lockert die Zügel. Streichen, mein Freund, streichen. Zaun und Wände. Frontwand, dann um die Ecke. Alles in weiß. Weiß wie die Zähne. Aber bin bald fertig, siehst ja. Er schaut an sich herunter und ich tue es ihm gleich. Ich dachte, er läuft immer so rum. Ich habe ihn noch nie in sauberen Klamotten angetroffen. Ich weiß gar nichts von ihm. Unwissen und Unverständnis sind ungleiche Partner. So wie wir beide. Hier vor der Tür. Aber morgen ganz früh auf dem Flohmarkt. Mercatino oder Le Pulci. Weißt ja, reparieren kann ich alles. Und was repariert ist, kann man wieder verkaufen. Er tippt sich an die Stirn. Qua? Welcher Flohmarkt? Morgen ist doch nur einer, belehrt er mich wie ein begriffsstutziges Kleinkind, als ob das heute die erste Schlagzeile in der Tagesschau wäre. Oststadt, logisch. Großer Parkplatz neben der Autoreifenfabrik. Kennst du nix? Tu non conosci te stesso? Logisch. Kenn ich natürlich, Silvio. Mal schauen. Vielleicht komme ich vorbei. Sag mal, kennst du dich in der Oststadt ein wenig aus? Er rollt mit den Augen 2-3 Mal in unüblich langsamen Kreisen, fragt sich anscheinend, wie lange ich schon in der Stadt wohne, bevor er mich scharf fixiert. Warum? Ich habe von einer sehr guten Änderungsschneiderei im Osten gehört, die ganze Arbeit für wenig Geld leistet. Kenn ich nicht.
Der Dialog zündet nicht. Ich muss weiter. Bin nicht mehr lange sinnlos fackeln. Er entzieht mir sein Vertrauen, denkt, dass ich ihn auf den Arm nehmen möchte und tritt einen Schritt zurück. Ich endlich mit meinem zweiten Fuß auf den Weg. In Silvios Welt, heißt in unserer Stadt, gibt es keine Reparaturfirmen, Bereitschaftsmonteure oder Werkstätten. Eine Änderungsschneiderei ist durchaus hier einzuordnen, die er nicht kennt. Dann lodert es allerdings in seinem Gesichtchen nochmal hell auf und das einladende Mundwinkel nach oben kehrt zurück. Aber ich frag meinen Cousin Alessandro. Der wohnt da mit seiner Frau und seinen Söhnen. Die wissen sicher, wo das ist. Rufst mich morgen an. Hast meine Nummer? Ich lüge und sage ja. Entschuldige mich im Geiste ganz kurz, denn morgen ist es längst zu spät. Die Änderungsschneidereien dulden keinen Aufschub. Also ciao. Die Melancholie als Kurzarbeiter des Moments? A runner. Für Bier beim Bahnhofsbeck. Frage. Warum bieten Sie in einer Bäckerei Bierpfeil? Antwort. Weil sie jeden Morgen als Erste aufhaben und somit einen leichten Rubel mit den Vollblutalkoholikern machen. Im Gegenzug müssen sie aber auch die leeren Flaschen zurücknehmen. Ein Geben und Nehmen. Eine 1 Liter Flasche süßer Sprudel, um zu radlern. Wer säuft schon 4 Bier um diese Uhrzeit in einem Zug weg? Gelangweilt oder nur müde, frage ich die Bäckerin, pausbackig, eigentlich mehr der Metzgereityp. Die eingeimpften Stereos klingelt es als ernst gemeinte Abmahnung in meinen Ohren. Sie schaut mich glubschäugig und ungläubig an, als ob ich sie nach dem zweiten Vornamen der Nichte von Harald Junke gefragt hätte. Ich will ja nicht mal sammeln. Wenig Konversationspotenzial, das Mädchen. So stecke ich auf, bezahle genau 10 Euro. Ist der Preis für die frühen Vögel gemacht worden, sodass die nicht lange in ihren 87 Taschen herumwursteln müssen oder nur um der Faulheit der Angestellten entgegenzukommen? Im Gehen blitzt mich vom rechten Ohrläppchen der Verkäuferin ein kleines blaues Pentagramm an. Ein Ort der Fragen, dieser Bahnhofsbeck. Oder ein Unort der Antworten. Warum die 4-Bier-Regel? Da wird sich der eine oder andere danach fragen. Manch einer wird angewidert den Kopf schütteln und den 4-Bierer als Vollkasten beschimpfen, manch einer nur müde lächeln. Nicht das Müde des Bäckereimädchens, das altkluge Müde, das vermeintlich Allwissende. 4 Bier sind im Normalfall genug, um sich heiter trunken zu fühlen, ohne dabei besoffen zu sein. Man bleibt eloquent, sich selbst im weitesten Sinne treu, geht aber dennoch einen Schritt weiter als mit 2, also 4. 5 sind 1 zu viel. Leon Roy. Wie kann man einen solchen Traditionsverein nur so in Grund und Boden stampfen? Lag es an der Bürde der Tradition, dem anmaßenden und deshalb versagenden Ringen, alte Erfolge zu wiederholen oder gar zu übertreffen, oder schlichtweg am unfähigen Personal? Der Emblemlöwe starrt unschlüssig in alle Richtungen, heißt das damit ins Leere? Ich denke schon, zisch und auf, sukzessive Entspannung, um die sich steigende Lust, die kleine, pralle Plastiktasche mit den Aufnähern in Wartestellung hervorzukramen. Aber wir rauchen und hören uns die Nachrichten des erst angebrochenen Tages im Radio an. Ghetto Blaster, ein Relikt aus den 90ern, ein sprechendes, singendes Fossil, dessen Durchhaltevermögen mich ungemein beruhigt. Dazu ein genügsamer Gesellschafter. Desperadio. Er sagt, der Einsame ist dem Einsamen ein Feind, ein Freund dem Einsamen der Mehrsame. Hab ich das tatsächlich so vor mich hingepfiffen? Hab immer die SICK-Antenne angestellt. Bester Sender in der Region. Läuft hauptsächlich Mainstream-Rock, legt man den Begriff großzügig aus, jedoch dann und wann aufbereitet mit allerlei Obskurem. Fine Trash, Joke-Songs oder Paranormalitäten, die weit abseits der Massenkompatibilität trallern. 104,15 oder 104,2, je nach Wetter, Antennenneigung oder meinem physischen Abstand zum Empfänger. Heißt, oft lästiges Nachjustieren. Jetzt Totschlagzeile. Meatloaf unterstützt öffentlich US-Präsident Stimpfle beim Besuch eines Indianerreservats. Uff, Realpolitik. Wer stützt hier wen? Lassen sich die beiden mit dem neuen halbautomatischen AR-15
einen frischen Bison schießen, der dann nach atavistischen Geheimrezepten zu Hackbraten verarbeitet und in handgefertigten Holztellern aufgetischt wird? Um den Trophäenschädel könnte es zu Auseinandersetzungen kommen, doch dürfte Stimpfle den Kopf mit nach Hause tragen, dafür Loaf das Gewehr und ein paar Dollar mehr. Fantasie. Beide gefesselt am Marterpfahl, ein lustiges Feuer brennt, aber keiner der anwesenden Ureinwohner wagt es, das erste Beil zu werfen, da die fleischigen zwei Satansbraten lauthals Dead Ringer for Love im Duett anstimmen. Die Trommeln verstummen darüber. Völlig verstört bindet sie den blinden Medizinmann los und löscht das Feuer. Ihr seid frei. Beide machen das Peace-Zeichen, was dem Schamanen natürlich entgeht. Liebe und Freiheit. Ich vertreibe die unheimliche Scharade, untermalt von Udos Sonderzug nach Pankow. Darauf schalte ich das Radio ab, nippe, nippe, nippe nochmal und lege Slayer's Show No Mercy auf, trinke aus, Halbzeit der Suchpause und wir holen die Plastiktüte und dann die Jacke.